Hyrule. Es existiert in diesem Land eine Legende. Eine Legende über die Götter, den Bösen und einen auserwählten Helden. Doch genau dieses Land befindet sich nun im Würgegriff eines finsteren Boten. Der, der den König von Hyrule ermordete, die Hauptstadt niederbrannte und einen schwarzen Turm aus der Asche der Gefallenen errichtete. Dies sind die dunkelsten Stunden dieses einst so wunderschönen Königreiches. Und die Bewohner beten im Stillen zu den Göttern um die Rückkehr ihres besagten Helden, damit die Legende sich erfüllt. Doch einige von ihnen haben den Kampf noch nicht aufgegeben. Einige suchen selbst den Konflikt mit den dunklen Kräften, um ihre Freiheit wiederzuerlangen und den dunklen Fürsten Ganondorf von seinem unrechtmäßigen Thron zu stoßen. Lasst mich gehen, ihr ungewaschenen Bokoblin-Fressen! Du kleine Ratte hast eine ganz schön große Klappe! Ach, lass ihn doch, Dunst. Wir haben fette Beute gemacht. Der Knirpster ist doch nur ein netter Zusatz. Aber ich denke, auf dem Sklavenmarkt von Molita wird er gut Rupees einbringen. Ja, danke nochmal dem großen Ganondorf, dass er die Grenzkontrollen abgeschafft hat und sich die Soldaten nicht mehr drum scheren, was wir normalen und harmlosen Bürger so treiben, solange wir brav unsere Steuern zahlen. Ihr Schweine, die Menschen hier hungern, weil die Steuern zu hoch sind, und ihr Verbrecher, nehmt uns noch den Rest. Jetzt reicht's mir aber. Ich knall den Kleinen ein paar, dass er erstmal bis morgen schläft. Lass deine Finger von den Jungen. Was? Wo? Da oben! Auf einem der Dächer der dunklen Gasse stand eine schlanke, unheimliche Gestalt. Ihre Augen leuchteten blutrot. Das ist ein Dämon! Ja, verzieht euch! Und lasst den Jungen gehen, bevor ich euch holen komme! Hä? Hat er gerade wie eine Frau geredet? Verdammt! Schon wieder! Ich muss mich mehr konzentrieren. Ich warne euch. Schon besser. Ich warne euch ein letztes Mal. Der Junge geht, oder ihr werdet leiden. Friss meine Axt. Der eine Räuber warf seine Axt wutentbrannt auf den hinter Mullbinnen maskierten Fremden. Doch dieser wich mit atemberaubendem Tempo aus, sprang vom Dach und landete elegant genau vor dem zweiten Schurken. Wie? Mit einem einzigen atemberaubenden, krachenden Tritt gegen den Kiefer des Banditen segelte dieser durch die Luft, schlug auf den Boden auf und blieb regungslos liegen. Dunst! Verdammt, Dunst! Was zur Hölle bist du? Ich bin der Beschützer von Hyrule in diesen dunklen Stunden. Ich bin der, der den Platz des Helden einnimmt, bis der aus seinem siebenjährigen Schlaf zurückkehrt. Ich bin Sheik! Du bist doch verrückt! Was redest du da? Er ist schnell. Pass auf, es war vorhin noch ein Dritter von ihnen da. In dem Moment, wo Sheik den zweiten Banditen gerade mit einem gekonnten Wurf schmerzhaft mit dem Kopf auf die Erde beförderte, schoss ein Pfeil an ihm vorbei. Wow, war das knapp. Schade. Nun gut, dann eben auf die harte Tour. Hättest du dich einfach von meinem Pfeil treffen lassen, hättest du es zumindest schnell hinter dir. Der Bandit nahm sein krummes, rostiges Schwert und richtete es auf den Jungen. Ich würde sagen, du nimmst die Schellenketten dort drüben und legst sie dir selbst an. Du wirst einen guten Sklaven abgeben. Was soll der finstere Blick? Sag bloß, du willst rausfinden, wie schnell du bist. Ich brauche jedenfalls keine Sekunde, um den Kopf des Kleinen hier von den Schultern zu trennen. Mit einem Knall verschwand Sheik vor den Augen des Banditen. Nur, um im selben Augenblick wieder hinter ihm zu erscheinen. Ein gezielter Schlag beendete den Kampf. Das
Das war der Wahnsinn. Wie hast du das gemacht? War das eine Dekonuss? Aber wie hast du dich so schnell fortbewegt? Mit einem finsteren Blick starrte Sheik den Jungen an. Verzeihen Sie, ich meine natürlich vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben. Diese Technik nennt man den Wegbereiter. Was machst du hier draußen, Junge? Hyrule ist in diesen Tagen kein Land für Kinder ohne jemanden, der auf sie aufpasst. Ganondorf muss aufgehalten werden. Ich wollte in sein Schloss schleichen, um seine Tyrannei zu beenden. Doch schon auf dem Weg in die alte Stadt wurde ich von diesen Banditen abgefangen. Sheik befreite den Jungen von seinen Fesseln. Von dort aus wirst du das Schloss nie erreichen. Geh wieder heim. Das hier ist kein Ort für dich. Das geht nicht. Ganondorf muss fallen. Wie ist dein Name, Junge? Teba. Ich stamme aus Kakariko. Dann geh dorthin zurück. Du hast keine Ahnung davon, wie man kämpft. Nein, noch nicht. Stimmt. Aber sie... Ich will ihr Schüler werden. Moment mal. Du willst was? 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 Sind Sie eine Frau? Mann, nicht schon wieder. Ich muss los. Warte! Doch Sheik warf eine Dekonuss auf den Boden und ein heller Blitz erfüllte die Nacht. Und ehe Teba seine geblendeten Augen wieder öffnen konnte, war der maskierte Kämpfer schon wieder verschwunden. Tja, und nun? Jetzt wo ich schon so nah am zentralen Bereich der Stadt bin, könnte ich nochmal einen Blick wagen. Vielleicht finde ich eine sichere Route ins Schloss. Ich glaube, ich kann es von hier auch aus schon sehen. Und dann ist dein Ende gekommen, Ganondorf. Nach Hause gehen? Was bildet sich dieser Mistkerl eigentlich ein? Ich werde Hyrule retten. Für meine Familie, mein Dorf, die ganze Welt. Und vor allem meinen kleinen Bruder, Archio. Das alte Schloss von Hyrule, mit seinen imposanten, strahlenden, freundlichen Strukturen, was in vergangenen Zeiten Besucher aus der ganzen Welt anlockte, existierte schon lange nicht mehr. Ganondorf hatte es vernichtet. Und genau dort, wo einst die Schlossgärten waren, klaffte nun ein gewaltiger Krater, über dem ein dunkler, schwarzer Turm thronte. Dieser Turm war der neue Thronsitz Hyrules. Nachdem Ganondorf den König von Hyrule erschlagen hatte und die Krone an sich riss, führte er einen absoluten Vernichtungskrieg gegen alle friedlichen Völker der übrigen Welt. Seiner absoluten Herrschaft sollte nichts mehr entgegenstehen. Doch die Völker wie Soras und Goron und die Menschen der Nachbarländer leisteten mehr Widerstand, als der dunkle König erwartete. Hattet mich rufen lassen, mein Lord? Nein, er hat mich rufen lassen. Du alte, grüne, senile Schachtel. Ich bin ein Zwilling, du Moblinhirn. Schweigt. Ich habe zwei Aufträge für euch. Ja, mein Lord. Koume, reise an unsere Ostfront. Der Kampf gegen Holodrum dauert mir nun schon zu lange. Sie haben wohl Verstärkungstruppen aus Labryna bekommen. Mein General ist mit der Situation anscheinend überfordert. Exekutiere ihn und dann zerschmetter die feindlichen Truppen. Ja, mein Lord. Hi, hi, mein Meister. Und was kann ich für dich tun? Koume kümmert sich um unsere aktuellen Feinde. Du dagegen wirst dich um die zukünftigen kümmern. In 3 Tagen treffen sich 7 der umliegenden Königreiche im Taulusgebirge zu einem Ball, um eine Allianz gegen mein Hyrule zu schmieden. Ihre Armeen sind stark, doch ohne Anführer für unsere Horden einfach nur Opfer. Infiltriere den Ball und nutze das Gift der schwarzen Sümpfe und diesen dreckigen Altadel, ein für allemal auszulöschen.
Ja, mein Meister. Ach ja, seit einigen Wochen bildet sich ein Straßenköter ein, meine Macht in Frage zu stellen. Scheinbar ein dreckiger Schieker mit dem Decknamen Sheik. Sehr kreativ. Er sabotiert unsere Truppen, stiehlt Vorräte und hat schon einige unserer Moblin-Anführer getötet. Wie ihr wünscht, ich werde euch seinen Kopf bringen. Das lässt du schön bleiben. Klar. Heure dafür einen Auftragsmörder an. Dein Anschlag auf den Königsball ist wichtiger. Ja, mein Lord. Die alten, grausamen Hexen nahmen ihre Besen und ritten auf ihnen aus den obersten Fenstern des dunklen Turms in verschiedene Richtungen ihren Aufträgen entgegen. Kume flog gen Osten, voller Vorfreude auf die Schlacht. Kotake hingegen flog runter zu Hyrule Stadt, um den aus ihrer Sicht kleineren und unwichtigen Auftrag in Gang zu bringen. Nach nur wenigen Momenten landete sie auf einem der alten Plätze, der von Moblins, Bokoblin und anderen finsteren Kreaturen, die man nicht einmal genau zuordnen konnte, wimmelte. Doch in dieser grausamen Masse der grunzenden und schnaufenden Monster saß in aller Seelenruhe ein Mann, dessen Aura sogar noch dunkler wirkte als die Kreaturen um ihn herum. Skervo, ich habe einen Auftrag für dich. Skervo antwortete nicht. Einen Auftrag des Meisters, verdammt. Nun erhob sich Skervo und man sah deutlich seine große, schlanke, aber dennoch von Kraft strotzende Gestalt. Egal ob sein langer, blutrot und zerrissener Umhang, seine eng anliegenden Verbände, die seinen ganzen Körper umwickelten, oder die gewaltigen Panzerhandschuhe, alles an ihm sah nach Gefahr aus. Auf seinem Rücken ruhte eine massive, 2 Meter lange Klinge. Dieses Schwert, was schon hunderte von Köpfen seiner Feinde von ihren Körpern fällte, war ein Werk der Geroen, was er einst auf seinen Raubzügen erbeutete. Für Mordaufträge jeder Art, für Rupie oder Macht, bietet Skervo seine Dienste für den Meistbietenden an. Und keiner bot in Hyrule in diesen Zeiten mehr als Ganondorf. Lady Kume, was kann ich für den Meister tun? Kotake! Wie auch immer, ich konnte euch noch nie auseinanderhalten. Nun sagt, was ihr wollt, ich habe noch anderes zu tun. Du kleine Kröte, deine Arroganz ist so groß wie eh und je. Würdest du deine Aufträge nicht immer zu 100% erfüllen, hätte ich dir schon... Was wollt ihr? Du sollst einen Mord erledigen. Wer? Einen Unbekannten namens Sheik. Er stört unsere Geschäfte. Nichts von Bedeutung, aber er wird doch langsam zu einem Ärgernis. Er ist maskiert und trägt das Zeichen der Sheika. Ja, ich habe von dem Jungen gehört. Doch schickt mich Ganondorf jetzt wirklich schon los, Insekten zu zerquetschen? Könnt ihr das nicht selber machen? Der Meister gab mir einen weit wichtigeren Auftrag. Ich soll die Könige auf den Treffen in den Talusbergen von ihren Leiden erlösen, damit sich auch der letzte Widerstand auflöst und unsere Armee ihre Länder erobern können. Ein Auftrag, der List und Finesse erfordert. Nichts für einen Grobschlechter wie dich. Wie auch immer. Ich schätze... die übliche Bezahlung? Ja! Ich nehme an. Und jetzt belästigt mich nicht länger. Ich werde die Fährte dieses Mannes aufspüren und ihn töten. Skervo drehte sich um und beachtete die alte Hexe nicht weiter. Diese spuckte kurz und verächtlich auf den Boden und flog weiter ihrem eigentlichen Auftrag entgegen. Doch eine Person, die das Gespräch belauschte, hockte immer noch starr vor Angst, hinter einen Stapel von Kisten verborgen. Das kann ich nicht zulassen. Ich muss das Talusgebirge und die Könige warnen. Theba zog sich so lautlos wie er konnte wieder zurück. Er hatte seinen Plan, Ganondorf zu töten, wieder aufgegeben.
Auch wenn er das Gespräch zwischen der Hexe und den Auftragsmördern nicht belauscht hätte, hätte er schnell gemerkt, dass er den Großmeister des Bösen bei all den Monstern Hyrule Stadt niemals hätte erreichen können. Wahrscheinlich hatte der Junge bisher auch nur Glück gehabt zu überleben. Nun dachte er nur noch daran, Hyrule Stadt so schnell wie möglich zu verlassen, um die bedrohten Könige zu warnen. Doch alleine, das war ihm klar, würde er dies niemals schaffen. Oh, gut, dass du wieder da bist. Wow. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Mir ist glatt das Herz in die Hose gerutscht. Wie machst du das? Trotz all dem Training schaffst du es immer noch, dich an mich heranzuschleichen. Das macht die Erfahrung und schließlich bin ich eine Chica. Und auch liegen deine Stärken in anderen Dingen. Schon als du dich damals immer im Schlossgarten versteckt hattest, um dich vor königlichen Audienzen zu drücken, wusste ich immer ganz genau, wo ich dich finden kann. Und dennoch hast du stundenlang so getan, als würdest du mich nicht finden. Als deine Amme weiß ich, wie langweilig die Hofpflichten sein können. Gerade für ein Kind. Ich bin aber kein Kind mehr. Ich kenne diesen Blick von dir, Impa. Mach dir nicht so viele Sorgen, mir passiert schon nichts. Hyrule braucht mich einfach, bis Link wiederkehrt. Nun ich. Er wird wiederkehren. Impa verdeckte die Öffnung der Klippenhöhle wieder mit einigen Ranken und spannte einige Fallen für ungebetene Besucher. Noch hatte man ihren Unterschlupf abseits von Hyrule Stadt am Fuße des Todesbergs noch nicht entdeckt. Und genau dies sollte auch so bleiben. Ganondorf suchte schon seit Jahren nach Zelda, um ihr die Macht des Triforce der Weisheit zu entreißen und zusätzlich das letzte Mitglied der legitimen Königsfamilie von Hyrule aus dem Weg zu räumen. Wie lief es heute? Fantastisch. Ich habe einem Jungen geholfen und dabei drei fiese Banditen verprügelt. Ich hatte sie komplett unter Kontrolle. Nein, das heißt, eigentlich ist sein Können nur im Kampf vorhanden. Versuche ich über seine Stimme zu reden, verweigert er mir immer noch seine Dienste. Selbst meine Verwandlung mit ihm kostet mich extrem viel Kraft. Ich werde ihn wohl nie komplett kontrollieren können. Du sollst ihn ja nicht kontrollieren, er muss dein Partner werden. Und zwinge ihn nicht so oft zu reden. Er war schon immer mehr der schweigsame Typ, weißt du? Und ich finde, du machst das toll. Denk doch nur mal daran, wie es war, kurz nachdem wir die Seelenverschmelzung durchgeführt hatten. Kannst du dich daran noch erinnern? Und auch an das, was ich damals zu dir sagte? Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Chic hatte mich mal wieder geärgert. Circa 6 Jahre zuvor. Dumme kleine Göre, geh mir nicht auf die Nerven. Lass mich in Ruhe. Impa, er hat es schon wieder getan. Er ärgert mich ständig. Bitte hilf mir. Das kann ich nicht, Zelda. Sein Geist ist mit einem Teil deiner Seele verschmolzen. Nur du kannst seine Stimme in dir hören und nur du kannst seine Macht und seine Gestalt für dich nutzen. Du musst lernen, dich in ihn zu verwandeln und seine Fähigkeiten im Kampf zu nutzen. Ich will mich aber gar nicht in den alten Stinker verwandeln. Er ist einfach nur blöd. Kleine Göre, das habe ich gehört. Da. Er nennt mich schon wieder eine Göre. Warum hasst er mich so sehr? Ich wollte ihn doch als Verbündeten, um Hyrule zu retten. Und ich dachte, er will das auch. Ich habe ihm doch nichts getan. Er hasst dich nicht. Er hasst, was du sein könntest. Oder fürchtet es vielmehr. Lass mich dir die Geschichte von Sheik erzählen. Den Schutzgeist der Sheikah und den vermutlich stärksten aller Krieger unseres Geschlechts. Vielleicht verstehst du ihn dann ein kleines bisschen besser. Und wer weiß, vielleicht auch er dich. Das glaube ich nicht, aber okay. Vor Generationen lebte Sheik auch im Hylianischen Hof. Und er wachte auch über eine Prinzessin namens Zelda. So wie ich? Ja, genau wie du. Er war damals einer der königlichen Leibwächter, genau wie seine geliebte Frau Neha. Wir Sheikah waren damals zahlreicher als heute. Nie wirklich viele, aber immerhin so,
dass wir bei jeder Reise, die das Königshaus unternahm, dabei waren. Sheik rettete damals Zelda vor einem wilden, anstürmenden Bären, indem er ihn angeblich mit bloßen Händen bewusstlos schlug. Mit bloßen Händen? So ein Blödsinn. Die Leute neigen heutzutage wohl zu übertreiben. Es war ein Aufwärtstritt, verdammt. Alles okay? Ja, erzähle ruhig weiter. Doch allzu bald starb die Prinzessin, die mittlerweile Königin geworden war. Ihre drei Kinder waren noch zu jung, um den Thron zu besteigen. Daher sollte ihr Cousin Danton als Truchsess über den Thron wachen. So lange, bis das älteste der Kinder alt genug war, um seiner verstorbenen Mutter auf den Thron zu folgen. Doch Danton war kein so guter und weiser Herrscher, wie seine Cousine Zelda es für das Volk gewesen war. Sie war immer auf das Wohl des Volkes bedacht und darauf, Hyrule zu schützen. Danton hingegen war nur auf sich selbst bedacht und schnell trunken vor Macht. Um seiner baldig aufkommenden Langeweile am Hofe zu entkommen und damit auch den lästigen Pflichten eines Truchsess, unternahm er viele Reisen in ferne Länder und gab das Vermögen des Königshauses mit nur allzu vollen Händen aus. Wer Kritik übte oder der vergangenen Königin gedenken wollte, wurde hart bestraft. Die Shika sahen sein Handeln und wussten, dass es falsch war, doch solange er der Truchess war, waren wir auch in unseren heiligen Eid gebunden, dazu verpflichtet, ihn zu beschützen und seinen Befehlen Folge zu leisten. Sheik betrachtete die Situation mit Argwohn. Er war der impulsivste und leidenschaftlichste von uns, ganz im Gegensatz zu seiner ruhigen und immer freundlichen Nea. Sie war sein Gegenpol, und daher einigte sich der Rat der Shika darauf, ihn von Danton fernzuhalten, um Schlimmeres zu vermeiden. Und Nea sollte Danton auf seinen Reisen begleiten. War sie hübsch? Was? Na, Nea. Also das? Nun, das kann ich gar nicht sagen. Sie war die schönste Frau, die man sich wünschen konnte. Ihr Anblick war unvergleichlich. Wenn sie ihr Schwert gezogen hat, parierte sie jeden Schlag auf Anhieb. Oh. Zelda, hörst du mir noch zu? Ja, erzähl ruhig weiter. Danton wollte eines Tages auf die Jagd gehen, aber weder Hirsche noch Hasen standen auf seiner Fangliste, sondern Monster wie Leuen oder Dodongos. Aber die sind super gefährlich. Oh ja. Eines Tages übernahm sich Danton mit seinem Mann und all seine 10 Soldaten, die ihn begleiteten, wurden von einem wütenden Leuen zerrissen, nachdem Danton ihn beim friedlichen Grasen mit einem Pfeil in den Rücken traf. Die Soldaten hatten alles gegeben, um den Leuen zu töten. Doch egal, wie viele Treffer er einstecken musste, die Wut trieb ihn weiter voran. Nur noch Nea stand schwer verletzt zwischen ihnen, bereit, ihr Leben im Kampf für das Königshaus zu lassen. Der Leune holte mit seinem gewaltigen Pranken zu einem Hieb aus, doch Nea wich im letzten Moment aus und rammte ihr Messer in den Kopf des Ungetüms. Der Leune brach, ohne einen weiteren Ton von sich zu geben, zusammen, doch neben ihm auch Nea. Der Kampf hatte zu viel Kraft und Blut gekostet. Wir wissen heute nicht mehr, ob sie hätte gerettet werden können, wenn man sie ihm zum Hofe gebracht hätte. Doch Danton nahm das letzte Pferd, das nicht vor Scheu die Flucht ergriffen hatte, und ritt alleine zum Hof zurück. In seinen Augen hatte die Shika ihre Pflicht erfüllt. Schließlich gab es im Hofe genug Ersatz, die ihren Platz als Wächter einnehmen würden. Die Nachricht von dem Vorfall verbreitete sich in Windeseile über den Hof von Hyrule, und jeder ahnte, was passieren würde. Der Rat der Shika entsandte seine 10 besten Kämpfer zum Thronsaal, wo bereits 50 Ritter der Krone warteten. Danton hingegen verstand seine Situation nicht und regelte sich gelangweilt auf dem Thronsaal. Ihm durchfuhr erst die nackte Angst, als die Tore des Thronsaals mit einem Krachen aufsplitterten. Shika, das kannst du nicht tun! Bleib zurück! 60 der besten Kämpfer Hyrule richteten ihre Waffen auf Sheik. Doch dieser erwiderte nur: Ihr werdet mich durchlassen. Mit oder ohne, dass ich euch zerlege. Dies ist eure Entscheidung. Und mit langsamen, mächtigen Schritten setzte er seinen Weg zum Thron fort. Die Soldaten spießen ihre Speere in Richtung der Shika. Doch keiner von ihnen erreichte sein Ziel. Mit einer selbst für einen Shika unglaublichen Geschwindigkeit fielen die Ritter unter den alles zerschmetterten Tritten und Schlägen, die ihn Sheik entgegenbrachte. In wenigen Augenblicken waren nur noch 12 Leute im Thronsaal bei Bewusstsein. Sheik, die 10 Shika und Danton auf seinem Thron.
der sich seiner Situation immer mehr bewusst wurde. Auch Sheik wusste, dass er nicht stark genug war, um gegen 10 seiner Brüder und Schwestern zugleich im Kampf zu bestehen. Aber das musste er auch gar nicht. Er wusste, er war schneller als jeder von ihnen. Er ließ eine Dekonuss fallen, die den Raum mit einem hellen Blitz erhellte. Die Sheiker kannten diesen Kampftrick und schlossen ihre Augen für ein einzelnes Blinzeln, um diese zu schützen. Doch als sie die Augen wieder öffneten, stand Sheik am Thron mit einem Messer an Dartons Kehle. Tut das nicht. Ich flehe dich an. Töte ihn nicht. Sheik war erstaunt über diese Worte. Als er sich umdrehte, sah er die jüngste der 3 Königskinder, die Zelda hinterlassen hatte. Sie kniete vor dem Krieger und wiederholte ihre Bitte. Sheik, oh unser bester Krieger, ich bitte dich inständig, lass den Truchess am Leben. Nicht um meinetwillen und nicht um seinen. Tue es für Nea und dein Volk. Was Danton getan hat, ist unverzeihlich. Doch sein Tod würde Krieg zwischen den Völkern Hyrules und den Sheiker bedeuten. Wenn du ein Leben als Rache nehmen willst, dann nimm das meine. Ich bin nur die jüngste Tochter des Königshauses und für die Thronfolge nicht relevant. Doch wenn ich mein Leben geben kann, um diesen Krieg zu behindern, werde ich es tun. Okay, kleine Zelda, ich werde ihn nicht töten. Deine Mutter wäre stolz auf dich gewesen. Und ich denke, du wirst ihren Namen, den du von ihr geerbt hast, mit Stolz erfüllen. Sheik stand wieder auf und ließ sein Messer zu Boden fallen. Der kreidebleiche Dalton atmete erleichtert aus. Ja, aber eine Sache werde. Dies ist für meine Frau! Sheik schlug mit so einer Wucht zu, dass Daltons Zähne über den ganzen Thronsaal flogen. Danach ging er einfach wieder aus dem Saal heraus. Was passiert dann? Wo ist er hingegangen? Er ließ sich festnehmen und wurde vor dem Rat der Sheiker gebracht. Er hatte ein Mitglied der Königsfamilie verletzt. Dies war, obwohl er ihn doch am Leben gelassen hatte, ein sehr schweres Verbrechen. Zur Strafe wurde seine Seele gebannt, sodass sie niemals das Jenseits erreichen konnte. Erst wenn er genug Dienste für das Königshaus verbracht hatte, um seine Sünde reinzuwaschen, ist seine Seele frei und er darf in das Jenseits gelangen. Um Neha wiederzusehen. Oh Kind, wir wissen nicht viel über das Jenseits und daher... Er wird sie da wiedersehen, ganz sicher. Ja, ich kann mich noch gut an die Geschichte erinnern. Und die junge Zelda trotz ihres Alters das Land bis zu ihrem Tode als alte Frau hervorragend regierte. Hab noch etwas Geduld mit Sheik. Ich denke, er hat schon lange verstanden, dass du nicht wieder Thorn bist. Aber er ist und bleibt eben nun mal ein mürrischer Einzelgänger. Und Sheik. Daher... Sheik! Sheik! Hörst du das auch? Hallo! Sheik! Das ist der Junge. Den Jungen, den ich heute gerettet hatte. Wo kommt der her? Und wie hat er mich hier gefunden? Sheik! Sheik! Ich weiß es nicht. Aber wenn er weiter so brüllt, weiß bald jeder, wo unser Versteck ist. Ich kläre das. Als Sheik. Was machst du hier, Junge? Wie hast du mich gefunden? Das erzähle ich später, aber sie müssen mir helfen. Hastig berichtete Theba Sheik, dass Ganondorf all die anderen Könige, die gegen ihn aufbegehrten, mit einem Schlag vernichten wollte. Und Zelda verlor bei dieser schockierenden Nachricht wieder einmal kurz die Konzentration. Was? Wie bitte? Moment, du bist ja doch eine Frau. Genug davon. Junge, berichte mir, was du weißt. Wenn es wahr ist, was du sagst, steht die ganze Welt davor, in die Dunkelheit zu fallen. Grüße Leute, mein Name ist Tomatenmann Moft und ich bin der Schreiber dieses kleinen Abenteuers, was noch lange nicht vorbei ist.
denn es wird ein zweiter finaler Teil kommen. Doch dieser ist nicht ohne eure Hilfe möglich. Denn ihr habt die Möglichkeit, die Geschichte mitzugestalten. In der Beschreibung dieses Videos stehen drei Fragen bzw. drei Möglichkeiten. Schreibt in die Kommentare, welche der Wege euch am liebsten wären und beeinflusst damit die Geschichte mit. Ich werde zu den drei Möglichkeiten auch nochmal Umfragen auf meiner YouTube-Seite starten. Auch da könnt ihr herzlich mit abstimmen. Denn diese Geschichte im Zelda-Universum ist auch die eure. Ach ja, noch ein kleiner Hinweis dazu. Natürlich wird es dadurch etwas länger dauern, bis ich den nächsten Teil der Geschichte veröffentlichen kann, da ich erstmal die ganzen Fragen auswerten muss und die Geschichte danach erst weiterschreiben kann. Außerdem müssen die Sprecher dann die neuen Texte erstmal einsprechen. Aber nichtsdestotrotz freut euch darauf, wie das Abenteuer mit Sheik und Zelda weitergeht. Und jetzt nochmal ein großes Dankeschön von mir an alle Sprecher. Das sind eure Credits.